Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wir sind hier in... Nicht im Schleier gesehen. Hast du ich habe den Ort vergessen. Nordstedt. Keine Lust genau. Mehr auf uns. Und wir machen hier gerade eine Sidequest. Bitte haben wir es jetzt vor. Warte mal. Etienne, guten Tag. Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass du die Brosche trägst. Du bist also ein Kompagnon der Madame. Dürfte ich dich um Unterstützung bitten? Du wirst auch angemessen belohnt. Werde ich das? Und wen genau würde ich unterstützen? Oh, verzeih mir. Ich bin Etienne, ein bescheidener Händler. Doch glücklich genug, die Madame zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Außerhalb der Mauern warten Geschäfte, doch die Wachen sind misstrauisch geworden, was mein Kommen und Gehen betrifft. Ich hatte gehofft, dass jemand anderes an meiner Stelle gehen könnte. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein Vertrauter der Madame? Wärst du bereit, einem Mitmenschen in seiner Not zu helfen? Worum geht es denn? Warum nicht? Wundervoll. Die Aufgabe ist ganz einfach. Passiere das Tor und liefere Pakete an einige meiner treuesten Kunden aus. Genau gesagt an drei. Ein Krämer, ein Kräuterkenner und eine Brennerin. Erwähne einfach nur, die Päckchen sind frisch vom Teller des Hausherrn. Irgendwas Gefährliches? Was? Aber nicht doch. Nur etwas, das so mancher jenseits der Mauer nur allzu gerne in die Finger bekommen würde. Ich kann dich zwar nicht daran hindern, hineinzusehen, aber bitte, tu es nicht. Wirklich nicht. Tu ich schon nicht. Meine Güte, warum machen wir da so ein großes Geheimnis drum? Ich gehe einfach mal durch, ne? Ich darf's ja. Na gut. Die erzählen uns bestimmt auch ihre Lebensgeschichte. Da bin ich sehr froh drum. Guten Tag. Hier gibt's nichts für deine Sorte, Träger. Verschwinde. Husch. Ich habe eine Lieferung von Etienne. Frisch vom Teller des Hausherrn. Bitteschön. Hoffentlich ist da eine Bombe drin. Warum sagst du das nicht gleich? Die Zeiten sind hart. Dieses Päckchen wird das ändern. Zumindest eine Weile. Entschuldige die Begrüßung. Nichts Persönliches. Warte kurz hier. Hier. Kannst Etienne sagen, ich stehe zu meinem Wort. Parfum. Oriflams Bestes. Wie versprochen. Guten Tag. Ich mache keine Geschäfte mit Trägern. Boah, bitte lass da wirklich eine Bombe drin sein. Ich habe ein Päckchen. Frisch vom Teller des Hausherrn. Ich kenne dich nicht. Wo steckt der Händler, Etienne? Irgendwo, wo ihn die Torwachen nicht wegen seiner Geschäfte behelligen. Schön. Gib mir die Ware und verschwinde. Das ist leichter als sonst. Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich betrügst. Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht. Dein Herr sollte dir die freche Zunge abschneiden. Wenn du jemand anderem dienen würdest, wärst du längst in Ketten. Hier, nimm das und geh mir aus den Augen. Zigarren? Diese Zigarren sind mehr wert als dein Leben. Sei vorsichtig. Meine Güte, ne? Meine Güte einfach. Das Obst nicht mehr. Dann hofft man wirklich, dass dem was Schlimmes passiert. Gönnt euch was. Ja, ich gönn mir. Lass mich jetzt im Frieden. Hier. Ich warne dich. Trägern verkaufe ich nichts. Ob du zahlst oder nicht. Wo steckt dein Herr?
Gott. Etienne schickt mich. Er hat einen eigenen Träger. Muss ja gut laufen bei ihm. Also gut, beeil dich, bevor die Wachen was merken. Das nimmt mir eine Last von den Schultern. Und das ist für Etienne. All das für Schnaps. Nicht so ein Fusel. Vom Allerfeinsten, sorgfältig destilliert für meine besten Kunden. Finden die Wachen den, bist du ihn sofort los. Versteck ihn gut, hörst du? Wenn er Etienne schmeckt, sag ihm, dass er mehr bekommen kann. Nicht umsonst, natürlich. Natürlich. Parfum, Zigarren und Schnaps. Du hast jemand anspruchsvoll. Die Frage ist, wofür bekommt man diesen Luxus? Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Ja, nun, ne? Ich weiß es auch nicht. Drogen? Keine Ahnung. Brauchst du noch eine nette Erinnerung? Was Essbares? Zurück. Und nicht mit leeren Händen. Entzückend. Madame wird zufrieden sein. Wenn du meinst. Wäre sie auch zufrieden, wenn sie wüsste, was du dafür eingetauscht hast? Du meinst die Kristalle? Oh. Sprich es ruhig laut aus. Warum hast du es mir nicht gesagt? Einem ehrlichen Menschen sind Lügen wie Fesseln an den Fußgelenken. Ich konnte nicht riskieren, dass du vor den Wachen ins Stolpern kommst. Schließlich kennen wir beide die Strafe, die auf den Handel mit Kristallen steht. Und sollten sie auch noch so winzig sein. Du hast nicht gewusst, was für dich auf dem Spiel stand, und vermutlich ist genau deshalb auch alles glatt gegangen. Doch trotz dieses erheblichen Risikos geben unsere Freunde gerne ihre wertvollsten Waren her, um ein paar mickrige Stückchen zu ergattern. Ich wusste nicht, dass Kristalle hier so rar sind. Rar wie Chocobo-Zähne. Daher gibt es selbst für die kleinsten Splitter einen florierenden Markt. Findest du es niederträchtig, die Bedürftigen auszunutzen? Ich glaube, du tust, was du glaubst, tun zu müssen. In der Tat. Und ich denke, Madame sieht das genauso. Dein Lohn für deine gute Arbeit. Ich habe die Ware, die ich beschaffen sollte, und die Wachen sind ahnungslos. Ich danke dir. Auch unsere gemeinsame Bekannte wird dir danken, wenn sie davon erfährt. Wenn du es sagst. Es ist so wenig Geld, vor allem wir brauchen richtig viel Geld, um Lunch für die Musik. So. Keine Zeit, erstmal offen. Sicher? Sicher. Gut, komm mit Torgal. Ich sehe Madames Brosche. Ein Vertrauter. Ich soll für Madame nach Tatjen suchen. Was kannst du mir über sie sagen? Sie wird immer noch vermisst? Oh, hätte ich ihr doch besser zugehört. Meinst du vor ihrem Verschwinden? Einen Tag zuvor. Sie hat laut geweint. Sie hat ihren Kamm gesucht. Ein Geschenk von Madame. Kein teurer, aber für sie war er von unschätzbarem Wert. Tatjen war eine Waise. Madame ist wie eine Mutter für sie. Wie für uns alle. Deshalb also die Tränen. Und ich habe sie nicht getröstet. Aber vielleicht jemand anderes. Tatjens Schlafgenossin. Vielleicht ist ihr etwas aufgefallen. Sie sitzt dort drüben am Teich. Danke. Hoffentlich weiß Tatjens Schlafgenossin mehr. Ah, du bist doch Madames neue Leibwache, habe ich recht? Musst du etwa Botengänge für sie erledigen? Du Armer. Dann bist du ja schon ausgelaugt, bevor deine Schicht heute Nacht beginnt. Ich habe gehört, du teilst dir ein Zimmer mit Tatjen. Hat sie dir irgendwas gesagt, bevor sie... verschwunden ist? Nur, dass sie jemanden treffen müsse. Sie hat keinen Namen genannt. Aber ich weiß trotzdem, wen. Ja, sagst du. Der vom Grenzposten.
kleiner Widerling. Hat jeden Gil für Tatjen ausgegeben und sich ständig mit ihren anderen Freiern angelegt. Er klebte ihr ständig am Rock. Anfangs hat das Tatjen gefallen, aber schon bald wurde er ihr unheimlich. Sie wollte es Madame sagen. Aber die war so stolz auf Tatjen für die hohen Einnahmen. Also hat sie nichts gesagt. Hast du den Mann schon mal gesehen? Kannst du ihn beschreiben? Natürlich. Hat ja oft genug versucht, bei uns einzusteigen. Er hat eine Narbe über dem Auge. Angeblich eine Kriegswunde. Danke, das hilft mir weiter. Lass ihn nicht entwischen. Finde ihn, dann findest du auch sie. Ein Mann vom Grenzposten. Dann sollte ich mich an der Garnison umsehen. Ich hab dich lange nicht im Schleier gesehen. Ich dich auch nicht. Da haben wir es hoffentlich bald geschafft hier mit den ganzen Quests. Und mit den ganzen Nebenaufgaben. Wobei das ja eine Hauptaufgabe ist, aber trotzdem. Es fühlt sich wie eine Nebenaufgabe an. Seit der Belenus-Höhe ist kein Mond vergangen. Abgehört. Guten Tag. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordell, Träger? Verpiss dich! Still, du Esel! Siehst du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Es gibt nur einen Soldaten mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Mur. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Mur ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Das ist eine Option. Können wir uns dann endlich auf den Weg machen? Ich würde mich sehr freuen, diesen Ort zu verlassen. Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Hätte Tatjen mir das doch gesagt. Dieser Yannick. Die Soldaten meinten, dass er in Mur sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Mur, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Mur sind recht engstirnig. Noch ein ständiger Tier? Da sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Oh, wir können endlich weg hier. Oh mein Gott, ich mag die Häuser hier, ne? Und privat werde ich wahrscheinlich, wenn ich das Spiel nochmal spiele, komplett umgucken in den Dörfern. Aber das haben wir da mal einen großen Fernseher, weil hier sind momentan spiele ich da so einen kleinen Bildschirm. Endlich. Wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen? Wahrscheinlich sehr viele. Kannst du bitte jetzt mal schneller laufen? Der Weg ist weit. Danke. Genug für heute, Träger. Tipp, 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 tipp. Wie groß ist das Gebiet? Hier sind auch Sidequests, Alter. Nein, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen uns um die Sidequests kümmern, Leute. Hüpf, hüpf. Wo ist das? Einfach nur geradeaus, okay. Da! Also hier hätte ich gerne einen Schokobo. Und da. Hoch mit euch, ihr Schmarotzer! Ja, echt mal! Aber erledigt sich nicht von allein! Ja, Mann! Kann aber nicht sein hier, ihr faules Pack! Hey, hallo! Träger, hierher. Ja, was gibt's denn? Endlich! Du bist spät! Spät wofür? Haben Sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen!
Los! Steh hier nicht rum und gaff blöd! Rette ihn! Na gut. Na gut. Wo ist er? Oh, zur Abwechslung ein Träger. Komm zum Punkt, Mensch! Wie interessant! Er ist da drüben, an der Küste. Los! Geh und töte die Bestie! Gut, Doppelkinn. Machen wir. Dafür, dass sein Sohn in Lebensgefahr ist, wirkt er erstaunlich ruhig. Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Wahrscheinlich will er mich einfach in den Tod schicken. Der Wolf, er will mich fressen. Oh nein. Wütender Wolf. Das war's. Nur einer? Der wollte mich bestimmt ausliefern. Der Dude. Nein, du solltest ihn nicht töten, sondern eher dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Oh Gott, da fehlt mir auf jeden Fall eine Erziehungsstelle. Ich wurde getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Ja, der Vater. Und das Kind. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Alter. Sprich mit Adligen, kann ich denen einfach eine Schelle geben? Mal so, oder eine Kopfnuss? Eine große, dolle, mit Anlauf? Ich hätte nichts dagegen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Alter. Erst schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du's hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da, ich sag's doch, er redet. Schon wieder. Bestraf ihn, Vater. Warte, wer bist du, Träger? Sprich, du bist nicht der vom Markt? Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los, bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher. Der erbärmliche Besitzer bin ich. Ich bin mein eigener Herr. Ich gehöre niemandem. Und ich gehorche niemandem. Lügner! Ich sehe doch das Brandmal. Wertloser Sklave! Halt den Mund und hört zu. Ihr habt Menschen getötet. Diese Träger fühlten Angst und Schmerz, genau wie ihr. Und wenn ihr nicht so enden wollt wie eure Opfer, dann tut ihr nie wieder so etwas Grausames. Habt ihr das verstanden? Vater, ich hab Angst. Du wagst es, uns zu drohen? Du wagst es? Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Du hättest dich in die Ifrit-Form verwandeln sollen vor dem, um den zu drohen. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? Heftige Sache, Alter.
Mehr Opfer ihrer adligen Spiele. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Wo du schon hier bist? Gern. Junge, das sieht aus wie Simon von den Rocket Beans. Mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Also zumindest zum Teil, ne? Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Vater! Vater! Hast du das getan? Ich nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Das brauchst du nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Bis dann. Ja, du kannst doch nicht mit Tod begleichen. Du kannst doch einfach. Das sind halt alles Menschen, ne? Aber ich will wissen, ob die Leichen da liegen. Torgal, komm. Ach, schade. Gut, da ist die nächste Quest. Die hoffentlich nicht so lange dauern wird. Bin mal froh, wenn die kurz und knackig sind, aber meistens reden die immer so lange. Die reden immer 100 Jahre. Für so Kleinigkeiten, wisst ihr? Leaf, bring 3 Leute 3 Gegenstände. Und das erzählen sie und dann reden sie ja 10 Minuten darüber. Hast du meine kleine Chloe gesehen? Ich habe sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Das ist ein Chocobo oder was? So ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche. Ja. Oder ein Mokri. Weiß man nicht. Wo ist das denn? Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Meine Güte, hier fegst du ewig, ne? Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm?
Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette. Die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie sie nicht von der Kette lassen darf. Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Chloe? Ja, was hat die? Also... Ach, das ist wieder der Hund. Weiß bist du jedenfalls nicht. Nee. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ist das... Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran. Oh nein. Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Ich hab dich gerufen. Was? Steh auf, du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot. Sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Aber Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Meine Güte, was ist denn hier los, Alter? Es kann doch nicht wahr sein. Was ist mit den Leuten hier alle falsch? Ist ja übertrieben. Die sind ja alle komplett kaputt. Gestern ist mir schon wieder. So Leute, da gehen wir im nächsten Part rein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da. Schreibt mal, wie ihr die Leute hier findet. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.